Der Basler Teig lässt sich im Moment durch ein einziges Bild so ziemlich durcheinander wirbeln. Niemand weiß genau, wie man auf die abgebildeten Figuren reagieren soll. Die werden nämlich auf einmal lebendig. Das ist die Geschichte vom Musiktheater «The Picture» von Dieter Zimmer und dem Chester Gill. Die beiden Basler haben nach der Prosa-Vorlage das Bild von Rudolf Sutter aus dem Jahr 1982 das Basler Klassebewusstsein zelebriert. Ein Werk von Basler für Basler im Scala Basel aufgeführt. Das ist nicht etwa eine Profisängerin, die das singt. Wie Rose selber sagt, seien ihre Gesangskünste noch nicht viel weiter als über den Rand von ihrer Badwanne gegangen. Und das hat sie mit den meisten gemeinsam, die eine Rolle in The Picture bekommen haben. Die Geschichte, das Bild, ist noch nie aufgeführt worden. Und Chester Gill hat das Buch gefallen und er hat sich überlegt, wie man das Buch von seinem langjährigen Freund Rudolf Sutter aus Basel musikalisch umsetzen könnte. Dann habe ich die Birte gesagt, ja, ich habe da eine Geschichte, eine Story, willst du es mal anschauen? Und dann hat er gesagt, ja, ja, das soll mir dann nachher etwas durchmachen. Und so ist es entstanden. Ja. Der Dieter Zimmer ist die andere leitende Hälfte von dieser Produktion. Als Regisseur kümmert er sich weniger um den musikalischen, sondern eher den schauspielerischen Teil des Musiktheaters. Und das wird nicht aufgeführt, weil es speziell aufs Basler Publikum passt, sondern... Ja, nie das Interesse an etwas haben, da machen muss. Ich probiere es so gut wie möglich zu machen. Trotzdem passt das Stück aufs Basler Publikum. Denn in The Picture wird der sogenannte Basler Teig auf die Schippe genommen. Ein reicher Bürger lädt der Basler High Society zum alljährlichen Kunsthappening ein. Im Mittelpunkt dieses Treffens steht ein spezielles Bild, das die vornehme Gesellschaft gleich nach der Enthüllung durcheinander wirbelt. Was wünschen Sie sich für die erste Vorstellung? Ja, ein ausverkauftes Haus und viel Applaus. Also, das ist für die jungen Leute, die mitmachen. Und für mich auch natürlich einfach genug durch, weil wir haben ziemlich hart gearbeitet. Ja. Dass es kritische Stimmen gibt, also kritisch positiv, dass man das gut aufnehmen kann, dass man auch sieht, was da der Inhalt ist. Weil es hat ganz verschiedene Ebenen. Und dann wird es spannend, wenn man einfach auch diskutieren mit den Leuten. Das 150'000-frankige Musiktheater, das der Lotteriefonds Basel-Stadt und private Sponsoren unterstützen, wird am Freitag im Scala Basel uraufgeführt. Das war es wieder mal gesehen vom 7 von 7, wie immer gerade nach der Werbung kommt. Die Wetterprognose und der Börsenspiegel. Ich bedanke fürs Reinschauen und hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Adi miteinander.